Hallo Sportfreunde, ich begrüße euch aus Weimar. Systematische Kraftentwicklung Teil 7 heute. Erstmal habe ich Scheiben angeschleppt fürs Bankdrücken. Nach der Erwärmung ist folgender Ablauf gewesen. 68% verwendete ich und dann kam die Steigerung auf 77% je 3 Wiederholungen. 3 Wiederholungen sind optimaler als 2 Wiederholungen für die Kraftentwicklung. Das sollte jeder Kraftsportler wissen. Ich habe dann auf 82% gesteigert. Und hier habe ich einfach mal ohne das Rammband gedrückt, damit die Grundkraft einfach mal gefördert wird. Die Gelenke und die Sehnen müssen sich dran gewöhnen. Der Muskel kann das schon und deswegen wird auch mal ohne Rammband gedrückt. Hier war dann der letzte Satz der 82%. Insgesamt waren es 4 Sätze mit 3 Wiederholungen, je 3 Pausen. Und ich habe dann immer aus der Pause raus, dann versucht immer ganz kräftig nach oben rauszudrücken, was auch mir gut gelungen ist. Habe dann auch abgeklatscht, weil es gut war. Zum Schluss kam wie immer enges Bankdrücken, ein Zweiersatz, hier 97 Kilo, 3 Sätze. So, und morgen kommt dann Kreuzheben dran. Wie immer am Dienstag habe ich, bevor ich das Kreuzheben angefangen habe, Frontbeuge gemacht. Und heute waren 77% dran, 4 Sätze, a 2 Wiederholungen. Das ist mal eine tiefe Kameraposition. Wir haben alles Spitzenprodukte, wie man hier sieht, von Eleiko. Dann folgte das Kreuzheben mit 72%, ein paar Wiederholungen ohne Gürtel und mit voller Spannung aus dem Rücken heraus. So, das war dann der letzte Satz. 77% verwendete ich, 4 Sätze, a 3 Wiederholungen. Das war auch etwas schwer, weil ich alles ohne Gürtel gezogen habe, aber der Rücken, der muss einfach kräftig werden. So, zwischen den einzelnen Hebungen habe ich immer die Blocksprünge gemacht, 4x3. Zum Schluss habe ich noch was für einen Rückenstrecker gemacht, kennt jeder so eine Übung. Und dann kam noch eine Stabilisationsübung für den Bauch, Rumpfheben in Liegen mit einer Hantel. Ich verwendete 70 Kilo, machte 4 Sätze, a 10 Sekunden. So, das war Teil 7. Und jetzt kommt noch was zum Essen. So, ich esse gerne Yoshiki. Das sind russische Hackfleischbällchen mit Reis, Zwiebeln und Knoblauch, die werden handgroß geformt. Dann kommen sie in eine heiße Pfanne mit Sonnenblumenöl und werden langsam angebraten. Immer schön kräftig wenden, damit die schön außen knusprig werden. 20 Minuten lang auf einer kleinen Flamme lassen und dann dauernd wenden. Es wird hinzugegeben Wasser, Tomatenmark bzw. Tomatensaft. Das saugt sich dann voll und wird dann auch kräftig im Geschmack. Dazu kann man dann Kartoffeln und einen bunten Salat essen. Probiert's mal aus und guten Appetit!